Ich begrüße euch ganz herzlich hier wieder zurück zu Harvest Moon Home Sweet Home. Und heute hat der Fletcher Geburtstag, der alte Haudegen. Und ja, unser, die Anfrage geht zum Dorfhaus und spricht mit Christina über die Situation im Dorf, wurde registriert. Und hier wartet, das ist schon gut gefüllt. Uns fehlt jetzt wirklich nur noch eine Aufgabe, würde ich sagen. Jedenfalls nach aktuellem Stand. Und wenn wir diese Aufgabe erfüllt haben, müsste es storytechnisch eigentlich weitergehen. Oh, und wir haben einen Brief. Tolle Neuigkeiten für unsere Kunden. Neuigkeiten vom Gemischtwarenladen aus dem Dorf Alba. Um unsere Kunden unsere Wertschätzung zu zeigen, bieten wir heute einen Rabatt von 30% auf alle Gegenstände an. Diesen Ladenverkauf willst du nicht verpassen. 30% auf alles? Außer Tiernahrung. Ach Mann. So, jetzt gießen wir hier erstmal alles. So. Dann holen wir uns wieder Wasser. Und gießen weiter. Die Rüben. Den Kuppelkohl. So, füll nochmal schnell das Wasser auf. Prozent auf alles, das ist ja echt schon verlockend da, Leute. Krank kann es nicht sein, schwanger kann es auch nicht sein. Und es regnet auch nicht. Insofern holen wir die Kuh raus. Oh. Die Kuh. Black Moon. Sie hat Hunger. Es ist ja halt die Frage, will ich sie jetzt reinholen oder... Weil sie hat scheinbar noch nicht gegessen. Aber ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass die Kuh draußen sich jetzt satt ist. Ist das hier nicht der Fall? Reden wir jetzt erstmal mit Christina über die Probleme im Dorf. So. Christina, rede mit mir. Erstmal mit der Mutter. Ich bin mir sicher, dass der Mangel an Papier und Feuerholz mit dem Mangel an gutem Holz zu tun hat. Willis versucht, Frederik dazu zu bringen, seinen Wald besser zu bewirtschaften, aber ich fürchte, es läuft nicht gut. Das ist ein harter Brocken. Ich kann schon verstehen, dass Frederik das alleine machen will. Auch wenn wir helfen wollen, können wir nichts tun, wenn Frederik unsere Angebote, ihm bei der Bewirtschaftung des Waldes zu helfen, nicht ablehnt. Weißt du, langsam glaube ich, dass wir vielleicht zu drastischeren Maßnahmen greifen müssen. Was meinst du genau? Ich nehme dich nur auf den Arm. In deinem Alter wäre ich vielleicht zu frech gewesen. Hey, Topley. Ich mache ziemlich Fortschritte in der Jean-Sache. Ich auch. Ihr großes Problem ist fehlendes Zeitungspapier. Also das Papier, auf das die Zeitungen gedruckt werden. Der Wald am Berghang ist total unberührt. Dadurch ist es schwer, Holz für die Zellstoffproduktion zu beschaffen. Truplay, warum gehst du nicht zum Dorfwald und machst dein Ding, damit wir mehr Holz bekommen? Das Problem ist, dass das Land Frederik gehört. Ich kümmere mich darum, dass du von ihm die Erlaubnis bekommst, ihn zu betreten, okay? Die Anfrage, Pflege den östlichen Wald, wurde registriert. Oh, eine letzte Sache noch. Es wäre toll, wenn du etwas von Jeans Lieblingsmilch zubereitest und mir mitbringst. Und ihr mitbringst. Hä? Selbst wenn wir genug Papier besorgen können, muss Jean auch die Energie haben, damit zu arbeiten.
Hehe, danke, ich zähle auf dich. Du schaffst das, mein Freund. Und einfach ist er verschwunden. Wie aus dem Nichts. Okay, also wir sollen irgendwo in einen Bereich jetzt kommen, wo wir vorher nicht rein durften. Please explain. Das ist der Dorfwald. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal ganz normal hier durch. Wie schnell ist sie denn? Fletcher. Ich habe leider kein Geschenk für Fletcher. Das heißt, wenn ich zwischendurch irgendwo Bambus finde... Nee, warte mal, eine Banane wäre nicht schlecht. Oder? Kokosnuss, Banane... Ein Stein wäre ein bisschen... Ein Pilz könnte auch noch gut sein, aber... Die Blume darf ich wahrscheinlich nicht sammeln, ne? Schade. Eine Banane. Und eine Kokosnuss kommen. So, dann... Ah, falsch. Gucken wir doch einfach mal ganz kurz. Fletcher, 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 Fletcher. Da ist Fletcher. Ein Pfeilchen, das habe ich nicht. Dann soll er sich mit einer Banane zufrieden geben. Er kriegt überhaupt ein Geschenk von mir dafür, dass ich ihn kaum kenne. Ja, also bitte. Ich weiß, eine Banane ist jetzt nicht gerade das, was man sich wünschen würde, aber... Hey, hey, hältst du Tiere, Troppe? Wenn du Kühe hältst, bekommst du mich. Klingt das nicht gut? Ich will auch ein paar Tiere. Ah, nein, 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 nein. Danke. Ich will die Banane halten. Ein Geschenk für mich? Danke, das nehme ich gerne an. Guten Tag, der Holzmangel macht sich langsam bemerkbar. Ein Mangel an Rohholz führt zu einem Mangel an anderen Dingen, wie Papier und neue Möbel. Bald werden alle Handwerker davon betroffen sein. Und ein Mangel an ihren Produkten führt zu Problemen für die Menschen, die sie als Dienstleister in Anspruch nehmen. Ach, unser Leben... Ach, unsere Leben sind alle miteinander verwoben. Ich konnte mich noch nie so gut in dieses Geflecht einfügen, fürchte ich. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ja komm, dann gehen wir jetzt erstmal dahin. Zu Penelope. Hey, Doc. Was ist mit diesem Dorf bloß los? Ich habe schon unterhaltsamere Friedhöfe gesehen. Ah, okay. Er ist wirklich einfach nur da, um da zu sein. Kein tieferen Sinn, kein gar nichts. Die einzige Quelle für gutes Holz ist ein gut gepflegter Wald. Und ein Waldpflegen heißt, die Bäume auszulichten, damit jeder einzelne mehr Platz zum Wachsen hat. Ich zähle es immer wieder durch, aber es wird nicht auf magische Weise mehr. Oh, hallo Troplay. Haha, ich stecke in Schwierigkeiten, wie du sehen kannst. Ich brauche dringend etwas, sonst kann ich keine Kleider mehr machen. Gänseblümchen. Was, du kannst mir helfen? Ich meine, du bist eine vertrauenswürdige Seele. Also gut, dann zeig mal, was du drauf hast. Passt sich ja, dass das dann hier gerade einen Sale gibt heute, ne? Oder habe ich Gänseblümchen in der Tasche? Nein. Ich muss aufpassen, was ich mache. So, dann holen wir jetzt erstmal die Gänseblümchen. Die Gänse, 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 Gänseblümchen. Da fällt mir ein, Jean liebt mich. Ich bin mir sicher, dass sie sich über mich von dir freuen würde. Geschenke sind immer prima, um mit den Leuten warm zu werden. So, Dünger, 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 Weizensamen, Auberginen, Gänseblümchensamen. Na komm, kauf mal 6.
Nicht zu viel, weil, ne? Hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Ja. Ich wollte Gänseblümchen sammeln, also habe ich gefunden, wonach ich gesucht habe. Definitiv. Man glaubt es kaum. Jetzt lauf doch erstmal hier außen lang. So. Irgendwo ist... Schön dahinter versteckt. Hey, Troplay, was ist los? Du und Christine, ihr habt einen Plan, wie ihr unseren Holzproblem lösen könnt? Du warst schon immer so zielstrebig. Ich könnte noch viel von dir lernen. Und ja, ich bin auch zielstrebig im echten Leben. Das kommt auch hin. Wenn ich mir das in den Kopf setze, dann will ich es auch haben. Aber manchmal ist es halt schwerer, das hinzubekommen, wie man es haben möchte. Ich brauche diese Zeitung wirklich. Hey, weg da. Die Fische haben viel zu tun. Hey, die Fischer. Nicht die Fische. Die Fische haben wahrscheinlich auch viel zu tun. Vom Fische abhauen. Ich könnte noch mit dem da unten reden. Macht aber keinen Sinn. Dann gehen wir jetzt erstmal hier zu Jean. Ernsthaft, ich kann sie nicht auswählen, weil Christina davor steht. Ärgerlich. Ich muss meinen Mut wiederfinden. Als Journalistin, wie sonst soll ich die Zeitung wiederbeleben? Ich kann es immer noch nicht. Ach, hilft mir doch jemand. Jetzt soll ich jetzt mich bringen oder nicht? Sobald der Wald gerodet ist und die Papierproduktion wieder läuft, schenke Jean einen ihrer geliebten. Schenke Jean eins ihrer geliebten Milch, um ihrer Stimmung zu heben. Juhu, ich darf hier ran. Ich hoffe, ich mache jetzt das Richtige. Nehmen wir den Pilz hier noch. Muss ich den komplett roden oder... Ich rode den jetzt mal nicht komplett. Habe ich überhaupt noch genug Pilze mit dabei? Ah, habe ich. Okay. Kokosnuss bringt nicht wirklich viel. So. Jetzt sollte ich ein, zwei Bäume da noch fällen können. Die Frage ist halt, wie viel muss ich fällen, ne? Steht auch nicht dabei. Ich wollte gerade sagen, hier ist noch ein Pilz, ne? Aber ich glaube nicht, dass der dazu zählt. Den lassen wir mal weg. Nehmen wir den mal. Was heißt hier, die Bäume brauchen Luft oder Platz? Der Wald sollte jetzt genug gelichtet sein. Bringe Jean etwas Milch. Nee. Den will ich jetzt noch haben. Ah, die haben aus dem Tutorial von The Wind of Anthos gelernt. Ich kann jetzt nicht unendlich viel Holz fällen. Trupple, was bringt die hierher? Diese Milch ist für mich? Nun, danke. Oh, das war lecker. Ich schmecke förmlich, wie die Nährstoffe in mich fließen. Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor, seit ich das letzte Mal Milch getrunken habe. Danke, dass du mir welche gebracht hast. Oh, du hast mehr gute Neuigkeiten, nicht wahr? Was sagst du? Wir können wieder Papier herstellen?
Oh, oh, wow! Hast du den Wald für mich nutzbar gemacht? Truppe, das ist großartig. Wow! 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 Vielen Dank, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich freue mich so sehr. Wenn es irgendetwas gibt, das ich für dich tun kann, sag mir bitte Bescheid. Wie wär's denn deine Zeitung wiederbeleben? Du möchtest, dass ich einen Artikel über deinen Hof schreibe? Tobey? Na klar kann ich das machen. Gar kein Problem. Meine Güte, die Milch wirkt wahre Wunder. Hihi. Ich werde einen Roman in die Zeitung schreiben. Wart nur ab. Das macht Spaß. Setzt sein Leben als Bauer in Alberfort wurde registriert. What? Jetzt ernsthaft? Das ist jetzt meine Aufgabe? Problem gelöst. Genieße dein Leben in Alba. Dann gehen wir kurz zu Harriet und dann zu Peter. Und dann können wir unser Leben weiter genießen. Ich muss halt gucken, ob einer von denen noch irgendwelche Aufgaben hat, ne? Ich habe gehört, dass du hier geboren bist und dann wiedergekommen bist, um meinen Hof zu übernehmen. Willst du etwa Wurzeln schlagen? Oh, sie hat sich lieb mit mir unterhalten. Also, naja, gut, sie hat halt einfach nur eine Frage gestellt und ich habe nicht geantwortet, aber... Sie hat den Dialekt gesucht, also den, den Dialog, nicht den Dialekt gesucht. Sie hat den Dialog gesucht. Kann das nicht warten? Ja schon, aber trotzdem möchte ich ja kurz mit dir reden, damit du denn irgendwann mal überzeugt bist, dass ich ein guter Junge bin. So, den haben wir, den haben wir, den haben wir. Jetzt müssen wir noch mit den älteren Herren hier reden. Ich brauche halt mehr Aufgaben. Ich brauche Aufgaben, die ich erfüllen kann, die mich glücklich machen, die, womit ich die Bewohner glücklich mache. Das ist das, was zählt. Da ist noch ein Bambus drin. Den Bambus nehme ich mit, aber definitiv. So, jetzt kannst du wieder weiter dahin laufen. Liege ich falsch oder solltest du eigentlich nach deinem Hof schauen, hä? Du miese... Nee. Oh, Truppe, was kann ich für dich tun? Einfach nur mit mir reden. Und damit dann mein Ansehen steigern. Muss ich eigentlich nur noch mit ihm reden. Mit Philippe. Los, lauf zu Philippe. Philipp, Philippe. Keine Ahnung. Sagt ihr es mir. Philippe. Ach, ist bei seinen Tieren drin. Okay. Dahinter sind Pilze, habe ich gerade gesehen. Dieser Andy ist immer wieder ein Meister seiner Zunft. Ich habe noch nie eine so schöne Scheune gesehen. Meine Tiere werden sich hier sehr wohlfühlen. Ich finde meine jetzt aber schöner. Die ist nicht ganz so eng wie deine. Wie komme ich dahin? Da ist nämlich auch ein Riesenpilz dazwischen, wenn ich das richtig gesehen habe, ja. So, meine Frage ist, bringt ein Riesenpilz mehr? Oh ja.
So, und jetzt wieder zurück zu meiner Farm. Denn wir müssen noch ein bisschen was pflanzen. Wir müssen nämlich noch Gänseblümchen pflanzen. Denn die sind ja eine der Anfragen, die wir jetzt erhalten haben, ne? Daher sollten wir das doch uns mal zunutze machen. Aber ich bin auch ehrlich, ich hätte mir das Spiel jetzt so in dieser Form erstmal schwer auf der Switch vorstellen können. Einige haben ja gefragt, wie es aussieht mit der Switch-Fassung und so weiter. Also das wird es erstmal nicht geben. Soweit mir bekannt, auch nicht geplant. Und deswegen möchte ich da auch keine Hoffnung machen, keine falschen. Ne? Und ich muss auch sagen, es ist halt wirklich hier mit so einer... Mit den Fingern, mit der Maus, ist es halt nochmal eine ganz andere Nummer als... beispielsweise mit einem Controller. Klar, das würde auch alles mit einem Controller gehen, aber hier sind so einige Quality of Life Features drin, wie laufe automatisch dahin und dorthin, und das wäre halt schwer umzusetzen. Ich sage schwer, nicht unmöglich. Nicht, dass das jetzt hier falsch verstanden wird. Warum geht die Kuh nicht rein? Ich muss die echt selber reinbringen? Dann kann sie jedenfalls drinnen essen. Also wartet, wenn ihr die Kühe raus oder reinholt. Also bevor ihr sie rauslasst, wartet, bis sie gegessen hat. Und jetzt gegessen. Ja, ich muss erst mein Futter rausholen, ne? Blackmoon ist schon glücklicher. Das ist doch auch schon mal gut. Da fällt mir jetzt noch ein. Das wollte ich jetzt gerade gucken, weil man hat ja gesagt, oh, die Jean mag ja gerne Milch. Ich weiß, sie mag Muscheln und jetzt mag sie auch noch gerne Milch. Deswegen muss ich jetzt mal ganz kurz gucken, wie sieht es aus? Jean, 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 Jean. Jetzt müsste hier eigentlich noch die Milch dabei sein. Oder muss ich ihr erst die Milch schenken, damit ich das weiß, dass sie das mag? Fragen über Fragen, die wir in einer der nächsten Folgen beantworten werden. Ich bedanke mich ganz herzlich wie immer bei euch fürs Einschalten, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.